In meinem heutigen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man richtig Tarnmuster malt. Einen großen Dank an Vallejo und an Warlord Games Germany für die Unterstützung dieses Videos. Zunächst erkläre ich euch schematisch, wie man am effektivsten Tarnmuster malt, und dann zeige ich euch, wie ich das meiner Meinung nach coolste Modell aus dem Trupp bemalt habe. Nämlich den Scout mit dem Scharfschützengewehr. Zunächst einmal trage ich eine Grundschicht auf, zum Beispiel Braun, gemixt aus Chocolate Brown und Beastie Brown. Dann füge ich mit einem Grün, in diesem Fall Gunship Green, Flecken hinzu. Die Innenflächen der Flecken helle ich mit einem Mix aus Gunship Green und Medium Grey auf. Das gleiche kann man auch andersrum machen, eine Grundschicht aus Gunship Green und Flecken aus Brauntönen. Oder das gleiche mit zweifarbigen Flecken. Die Vallejo Model Color Palette bietet mit ihren unterschiedlichen Farbnuancen viele Möglichkeiten. Als Hilfe bei der Farbauswahl habe ich mir eine Farbpalette einiger Grüntöne angelegt. Denn die Farben im Töpfchen sehen anders aus als auf schwarzer Grundierung. Hier schon mal die Farbliste für das Modell, was ich bemale. Die Grundschicht ist Gunship Green. Ich trage sie mit der Airbrush auf. Mit Chocolate Brown bemale ich die Lederteile und das Gewehr. Mit einem 1:1 Mix aus Chainmail Silver und Black bemale ich alle Metallteile an der Waffe. Mit einem 1:2 Mix aus Heavy Skin Tone und Medium Grey bemale ich die Hautpartien, also die Hände und das Gesicht. Mit Medium Olive bemale ich die Camouflageblätter. Die Grundschicht Gunship Green ist ein Blaugrün und somit bildet Medium Olive, was ein sattes warmes Grün ist, einen guten Kontrast dazu. Ich dusche das gesamte Modell mit Army Painter Quick Shade Dark Tone. Nachdem die Dusche getrocknet ist, trage ich noch einmal die Grundschicht auf, nämlich Gunship Green, und akzentuiere die erhabenen Stellen an der Kleidung.
Mit einem 2:1 Mix aus Gunship Green und Medium Grey setze ich Highlights. Die Holzteile an der Waffe habe ich mit Beastie Brown akzentuiert, die Lederteile mit einem Mix aus Chocolate Brown und Medium Grey. Mit Medium Olive und Medium Grey akzentuiere ich die Camouflageblätter. Mit einem 1:2 Mix aus Heavy Skin Tone und Medium Grey akzentuiere ich die Hautpartien. Mit Chainmail Silver akzentuiere ich die Metallteile an der Waffe. Vor dem Grundieren habe ich mit Bastelleim Sand auf das Base geklebt. Zuerst bürste ich Chocolate Brown auf die sandige Struktur. Dann bürste ich Beastie Brown. Und schließlich Medium Grey. Als letztes bemale ich den Bassrand schwarz. Ich benutze Büschel von Mini Natur. Diese sehen sehr realistisch aus, es gibt diese in vielen Variationen für die verschiedenen Jahreszeiten und Landschaften. Mit ein wenig Bastelleim kann man diese einfach auf das Base festkleben. Mein absoluter Geheimtipp sind die Wüstenbüschel, denn die sehen auf jedem Grund sehr, sehr gut aus und sehr realistisch. Hier nochmal das fertige Modell und der gesamte Scout-Trupp. Danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und schreibt mir Comments. Bis zum nächsten Mal.